Beklemmend, packend und ermahnend. In der Verfilmung des Bestsellers Schachnovelle lässt uns Regisseur Philipp Stölzel äußerst realistisch mitfühlen, wie es dem jüdischen Anwalt Josef Bartok in Beugehaft der Nazis ergeht. Und er dort seine seelische Leere durch Schach kompensieren lernt. Eine Herausforderung, die Oliver Masucci beinahe selbst in den Wahnsinn getrieben hat. Das Allerschlimmste waren diese Schachzüge zu lernen. Das ist, da bin ich schier. Da merke ich auch, dass das wäre bei mir, führt das sehr schnell in den Wahnsinn. Weil Zahlen und Buchstaben sich zu merken in Kombination, die schnell aufzusagen, da wirst du wirklich, wirklich verrückt. Also ich zumindest. Ich kann das nicht. Das ist ganz, ganz grässlich. Doch auch physisch war die Entstehung dieses Films für ihn eine ziemlich kräftezehrende Angelegenheit. Gelohnt hat sich das aber in jedem Fall. Denn dadurch ist eine ganz besondere Nähe zu seiner Filmfigur entstanden. Die Anfangszeit, die Wiener Zeit war noch schön, aber dann irgendwann war es auch anstrengend. Noch dazu kam das Abnehmen. Ne? Also der steht ja am Anfang sehr im Saft. Ich kam aus der Front Terrible aus der Fassbinderrolle und hatte auch die 25 Kilo da mitgebracht. Und da musste ich mir die wieder runter trainieren in der Isolationshaft. Dafür hatte ich 2 Monate. Also das war schon, der hat mich schon in die Grenzen gebracht, der Dreh. Die Novelle selber ist eben nicht so besonders filmisch. Die hat einen sehr klassischen Aufbau. Da gibt es die Rahmenhandlung auf dem Schiff. Da erzählt, gibt es diesen neutralen Erzähler, der uns davon berichtet. Und dann gibt es die große Rückblende, die dann eben die Zeit der Haft erzählt. Und das ist so eine klassische ABR-Struktur, die du gerne liest, aber glaube ich im Film überhaupt nicht gerne siehst. Das, glaube ich, hat nicht genug Energie und nicht genug Spannung. Da haben wir natürlich versucht, das ein bisschen, ich sag mal, fürs Kino zu adaptieren. Nur, wie bereitet man sich als Schauspieler eigentlich auf eine solch kräftezehrende und gleichzeitig deprimierende Rolle vor? Ich hatte das Storybook von der Schachnovelle als Film, eigentlich als Comic, schon ein Dreivierteljahr vorher vorliegen. Ich musste das damit Leben füllen, so, aber es war eigentlich klar, was zu spielen ist, in welchem Moment. Und hast du selten, dass einer so genau vorbereitet ist. Aber das brauchte es, um diesen Weg in den Wahnsinn mit dem Protagonisten aus seiner Perspektive zu gehen. Dadurch ist natürlich, dass der Film führt uns eigentlich als Zuschauer selber quasi in diese beklemmende Wirrnis, die mich persönlich immer beim Schreiben und Machen eben auch an die Art erinnert, wie ich selber quasi sehr, wenn ich schlecht träume, fühlt sich das so an. Irgendwie, man sieht alles klar vor sich, es macht gleichzeitig aber überhaupt keinen Sinn und du hast das Gefühl, Dinge drehen sich so im Kreis und es hat so eine bleierne Auswegslosigkeit, wenn man einen Albtraum hat. Und das ist eigentlich ein bisschen das Grundimpetus des Films, dass er diese Art von Tonalität versucht, filmisch abzubilden. Gedreht wurde größtenteils an Originalschauplätzen. Die Szenen im Hotel Metropol sind allerdings am Wiener Burgtheater entstanden. Beklemmende Situationen, bei denen sich Oliver Masucci durchaus vorstellen kann, dass Bartoks Verhalten nicht nur auf reiner Fiktion beruht. Ich würde damit genauso umgehen, wie Bartok damit umgegangen ist. Das ist ja auch nur ein Teil meiner Persönlichkeit, den ich da beleuchtet habe. So, wenn du nichts hast, hast du nichts. Was willst du denn machen? Dann hast du, und wenn es halt ein Blumenbuch gewesen wäre, dann wären es halt Blumen gewesen. Im Corona-Lockdown ist er selbst hingegen einer anderen Beschäftigung nachgegangen. Aber auch sonst hat der renommierte Schauspieler Hobbys, die sich von denen seiner Filmfigur deutlich unterscheiden. Ja, ich habe Croissants gebacken. Über 2 Wochen hinweg habe ich versucht, Blätterteig herzustellen, sodass am Ende ein französisches Croissant herauskommt. Ich mache halt sehr viele. Ich habe früher als Kind viel gebastelt. Ich bastel viel an Fahrrädern rum. Sowas mache ich wahnsinnig gern, weil ich gern Mountainbike fahre und so. Und habe mir die früher selber zusammengesucht auf dem Schrottplatz, auf dem Sperrmüll nannte man das. Ne? Und habe da dran rumgeschraubt und habe Dinge auseinandergenommen, um zu gucken, wie sie funktionieren, wieder zusammengesetzt. Dann haben sie dann nicht mehr funktioniert. Und ansonsten koche ich sehr gern. Und während der Dreharbeiten konnte sich Oliver Masucci sogar geringe Kenntnisse im Schach aneignen. Dennoch zählt bei Brettspielen ganz klar ein anderer Klassiker zu seinen Favoriten. Ich spiele selber ungern Schach, weil es mir zu strategisch ist und zu weit ins Voraus gedacht. Ich bin dann doch eher... Ich bin doch eher ein emotionaler Mensch, der mehr aus dem Bauch raus reagiert, obwohl das natürlich gut tut, ein bisschen strategisch zu denken. Das ist, aber ich fühle sehr viele Sachen so. Ne? Aber ich spiele lieber Backgammon eigentlich als Schach. Bei Schachnovelle kann er als Josef Bartok jedenfalls vor allem durch die strategischen Elemente überleben.
Doch Oliver Masucci und Philipp Stölzel möchten uns mit ihrem Film nicht nur für das Brettspiel begeistern. Es ist halt wichtig, auch daran zu erinnern. Es ist halt, war halt eine Fleischerei da, war eine Barbarei, die soll sich nicht mehr wiederholen. Und insofern ist es gut, solche Rollen zu spielen, solche Filme zu machen. Also wir können gar nicht aufhören, daran zu erinnern, daran zu denken und dass es halt sich nicht mehr wiederholt. Das ist ja nur die Mahnung davor. Ja. Auf einer ganz einfachen Ebene ist es natürlich so ein bisschen so ein Lernen vom Gestern fürs Heute. Das handelt ja im Kern davon, wie schnell dieses Österreich übernommen wird von den Nazi-Deutschen, wie schnell so eine Gesellschaft kippen kann. Und wie man eben dazu tendiert, dass die Gefahr, die in dem Wechsel oder den Transformation von Gesellschaften zum Schlechteren steckt, zu unterschätzen. Ich glaube, dieser Rückschau auf unsere eigene Geschichte hilft, dem so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Schachnovelle. Jetzt im Kino.